Deutschland ist nicht, wie uns die Öko-Ablasshändler von den Grünen weismachen wollen, von einer Klimakatastrophe bedroht. Deutschland ist bedroht von einer demografischen Katastrophe, und gegen die muss diese Regierung endlich vorgehen. Nun, meine Damen und Herren, ist aber mit der AfD ein neuer Geist in den Bundestag eingezogen, ein Geist der Demokratie und der Achtung vor dem deutschen Volk, vor dem deutschen Volk als Souverän des Grundgesetzes. Ja, wir kommen noch dazu. Da brauchen Sie hier nicht rumreden. Wir sind schon dabei, und lesen Sie auch mal unser Programm. Da stehen reichhaltig Forderungen drin. So, für die Einwanderung millionenfach in die Sozialsysteme aus. Und das ist eine Schande. Nein. Herr Kollege Reichert, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Herr Kollege Reichert, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Sie tun dies, Sie tun dies. Sehen Sie, Sie rufen doch alle schon genug dazwischen, da brauche ich jetzt keine Zwischenfragen. Ist Ihnen bekannt, dass die Mikroanlage in diesem Haus sehr gut ausgesteuert ist? Herr Kollege Reichert, Sie können darauf antworten. Wenn Sie das Mikrofon, können Sie, glaube ich, hochziehen, und dann geht es ganz gut. So. Ja, also ich weiß, dass sie sehr gut ausgesteuert ist. Und bei dem ständigen Dazwischengebölke von Ihnen war es mir einfach möglich und nötig, etwas lauter zu sprechen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Kollege Reichert, also Ihre kruden Thesen, Ihre fremdenfeindlichen Parolen, die Sie hier wirklich an jedem Tagesordnungspunkt irgendwo anbringen, die werden tatsächlich nicht besser, wenn Sie hier am frühen Morgen so rumschreien. Macht's kein bisschen besser. Und wir haben hier 8 Minuten Gebrülle und Gemotze von der AfD gehört und keinen einzigen Vorschlag nach vorne, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde, damit müssen wir uns hier überhaupt nicht aufhalten, weil es tatsächlich der Fall ist, dass die Politik noch Hausaufgaben hat. Das sollten wir heute auch nicht kleinreden. Das sollten wir nicht kleinreden. Wir sollten um kurz nach 9 hier auch noch nicht rumschreien und völlig am Thema vorbeisprechen. Den Geist, liebe Kollegen von der AfD, von denen Sie gesprochen haben heute, den haben wir gesehen, den haben wir heute Morgen gesehen, den haben wir auch gestern wieder gesehen, welcher Geist hier eingezogen ist. Und das, was wir von Ihnen erwarten würden, wäre, dass Sie endlich mal Vorschläge machen würden, konkrete Vorschläge machen würden, wie Sie die Situation von Familien in Deutschland verbessern wollen. Zu meiner Kollegin Frau Suding von der FDP auch noch mal ohne Zwischenruf in aller Ruhe sagen: Ich finde ja legitim, dass Sie nicht alles in Ordnung finden, was bei den Familienleistungen in Deutschland passiert. Ich will auch mehr. Sie haben uns aber leider im Unklaren gelassen, was Sie abschaffen wollen. Und Sie haben nicht nur uns im Unklaren gelassen, sondern die Bürgerinnen und Bürger da draußen auch. Fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP und auch der Mittelstandsunion. Ich beschreibe hier eine gemeinsame Position von uns allen. Und jetzt können Sie auch mal klatschen, obwohl es von der AfD kommt. Aber wenn ich sehe, dass Sie nicht klatschen, dann heißt es, Sie haben das Mittelstandsthema uns der AfD schon lange kampflos überlassen. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Auf der Zuschauertribüne, und da möchte ich es mir nicht nehmen lassen, besonders eine Besuchergruppe aus meinem Wahlkreis heute Morgen begrüßen zu dürfen. Ja, man muss was für seine Wiederwahl tun, meine Damen und Herren. Sie kommen aus Isernhagen, Sie kommen aus der Wedemark und Sie kommen aus Wunsdorf. Dem Antrag der AfD muss man dreierlei tun. Erstens mal sich die Frage stellen, was steht im Antrag drin? Das ist selbstverständlich. Zum Zweiten muss man sich die Frage stellen, was steht da alles falsch drin? Und zum Dritten muss man sich die Frage stellen, was steht eigentlich alles gar nicht drin? Ich gebe zu, das klingt einigermaßen kompliziert. Aber ich habe ehrlich gesagt, ja, es ist, wenn man sich damit befasst, ganz einfach. Aber für einen Freitagmorgen kurz nach 10 ist das in der Tat jetzt mal für ein solches Auditorium hier nicht ganz unkompliziert. Und da fragt man sich natürlich, wer sowas um diese Zeit auf die Tagesordnung setzt. Der Wirtschaftsstandort Deutschland, meine Damen und Herren, ist jedenfalls dadurch nicht gefährdet. Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist möglicherweise wesentlich stärker gefährdet, wenn Sie mit Ihren ausländerfeindlichen Ausfällen auf Ihren Aschermittwochsveranstaltungen weiter sozusagen als da entsprechend für Unmut sorgen. Das ist ein viel größeres Problem für unsere Wirtschaft. Also bei dem klassischen Handwerker ist es noch nicht angekommen, dass es ein Internet gibt und dass Sie einen Zentralverband des deutschen Handwerks haben. Finde ich interessant. Ja.
Sie können ja mal gerne, das sind ja beides, sowohl der Zentralverband des deutschen Handwerks. Ja, wissen Sie, aber es ist, Sie müssen nicht schreien. Also, nö, müssen Sie nicht. Nee, tue ich nicht. Nur drin, man möge es überprüfen und möglicherweise anpassen. Dann sagen Sie doch mal, was eine praxistaugliche Lösung wäre. Aber Lösung, ja, super, wir schaffen alle Gesetze ab, dann haben wir auch keine Probleme mehr damit. Ich kann das auch verstehen, dass Sie da keine Lösung vorschlagen, weil Lösungen für Scheinprobleme, die fallen wahrscheinlich jedem schwer. Sehen Sie zum Beispiel gerne mal Artikel 246a, Paragraph 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch an. Lesen hilft. Leider ist es bei der AfD wieder mal nur eine irreführende Symbolforderung. Sie schaffen ein bedrohliches Spukgespenst, undurchsichtige, unüberbrückbare bürokratische Hürden und machen sich dabei selbst zum Geisterjäger. Und spätestens das macht doch deutlich, dass es der AfD nicht um Rechtssicherheit oder die Sorgen der Verbraucher oder der Handwerker geht. Es geht um eine Selbstinszenierung als angebliche Beschützerin der kleinen Leute. Und das ist lächerlich. Vielleicht ist auch das Teil des Problems der AfD, die sich so gerne zur Handwerkerpartei machen möchte, dass Handwerker bei Ihnen so Leute sind wie Herr Poggenburg, über den man lesen muss, dass er seine Beiträge zur Handwerkskammer noch nicht mehr entrichtet. Das vermischen Sie und da, also es ist die Methode AfD, ich suche ein Problem und wenn ich keins finde, dann denke ich mir eins aus. Sie sind nicht die Partei des Mittelstands, Sie sind leider nur die AfD. Es reicht nicht aus, Magermilch und Magermilch zusammenzuschütten. Da kommt am Ende keine Fettmilch dabei raus. Meine Damen und Herren von der FDP, was denn nun? Europa mit einer Stimme oder mit qualifizierter Mehrheit? Nach dem Motto, im Prinzip ja, aber ansonsten geht es so weiter. Nichts anderes ist das, was Sie machen. Sie sagen, Sie liefern nicht, aber als erstes Konstruieren Sie eine Hintertür, damit Sie die 33 Bratolienbrote der Lürsenwerft gefälligst abliefern können. Und das ist die Situation. Da habe ich eine ganz einfache Frage an Sie. Wann hören Sie endlich auf, Patrouillenboote an Staaten zu liefern, die Kinder jeden Tag verhungern lassen? Was mich stört, ist, dass diejenigen, die zum Teil selber regiert haben, und die es nicht zustande gebracht haben, eine Regierung zu bilden, uns dann Kompromisse vorwerfen, die wir unter schwerem Ringen hinbekommen haben, gerade zu dem schwierigen Thema Rüstungsexporte. Und es ist unlauter. Wer was ändern will, muss regieren und muss Kompromisse schließen. Und der Kompromiss, den wir zu dem Thema Rüstungsexporte und Jemen-Konflikt geschlossen haben, ist einer. Und das ist hier die Wahrheit. Ja. Sie haben mehr Prozente gehabt als wir. Sie hatten die FDP nicht mit am Tisch. Sie haben da weniger mit nach Hause gebracht. Ich kann verstehen, dass Sie das ärgert, aber dann sollten Sie das auch so sagen. Und insofern geht der Antrag der Grünen ausnahmsweise in die richtige Richtung. Jetzt wäre eigentlich Zeit für einen kleinen Applaus, wenn Sie sich das nicht untersagt hätten bei Beiträgen meiner Partei. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin ja von der SPD viel gewohnt, aber heute haben Sie noch mal dem Fass den Boden ausgeschlagen. Ganz ehrlich, ich glaube, Sie wollen uns alle hier für dumm verkaufen. Ich fand das Ergebnis, das die Grünen bei den Jamaika-Verhandlungen erzielt haben, natürlich nicht ausreichend. Logisch, wir wollen da mehr. Aber dass das besser ist als das, was vorliegt, das sieht doch jeder. Das sieht doch jeder. Und ich will Ihnen noch mal die Gesamtgeschichte erzählen. Nee, ich rede mit Ihnen. Von der Union erwarte ich da gar nichts. Ich rede mit Ihnen von der Sozialdemokratie. Ihr Außenminister hat doch gesagt, er will eine restriktivere Rüstungspolitik. Von denen hat das keiner gesagt. Deswegen spreche ich mit Ihnen. Aber Sie von der AfD brechen mit diesem Konsens und Sie tun es vorsätzlich. Und wir sind nicht bereit, angesichts Ihrer täglichen, unsäglichen Tabubrüche hier einfach zur Tagesordnung überzugehen, meine Damen und Herren. Sie versuchen, unsere Gesellschaft zu spalten und zu entsolidarisieren. Und das sind keine Missverständnisse. Da ist keine böse Presse, die irgendwas verzerrt. Und da ist auch niemand von der Maus abgerutscht, Frau von Storch. Es gibt einfach nur eins dazu zu sagen. Diese Aussagen sind menschenverachtend. Es handelt sich schlicht um offenen und ekelhaften Rassismus, meine Damen und Herren. Und der ist mit den konstituierenden Werten dieses Hohen Hauses nicht vereinbar.
Und die Spirale dreht sich immer schneller. Und Frau Weidel und Herr Gauland, wo sind Sie eigentlich? Sie sind nicht Getriebene, Sie sind längst Treiber dieser zutiefst antidemokratischen Entwicklung, meine Damen und Herren. Dass es in diesem Haus, in Ihrer Fraktion Abgeordnete gibt, die einer Auschwitz-Überlebenden den Applaus verweigern hier, das ist eine Schande. Das Zweite ist, bei aller Erregung, die nachvollziehbar ist, bei den Angriffen, die Sie empfinden von der AfD-Fraktion, Frau von Storch, ist der Zuruf, Sie haben eine Macke unparlamentarisch. Die unterste Schublade ist. Wir dachten, es wiederholt sich nicht. Aber nein, der AfD-Abgeordnete Gedeon fordert ein Ende der Stolpersteinaktion. Mit solchen Aussagen verhöhnen Sie das Gedenken an die Toten, schämen Sie sich. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, es war vorauszusehen, dass Sie unter dem Vorwand, sich gegen Hetze zu wenden, hier heute Hetze gegen die AfD betreiben würden. Und genauso ist es gekommen. Und ich schweige jetzt von Frau Bundestagspräsidentin Claudia Roth, die auf einer Demonstration mitläuft, wo Deutschland, du mieses Stück Scheiße, zu lesen ist. Das ist ein Kapitel für sich und das ist eine Schande für dieses Hohe Haus, meine Damen und Herren. Bei Ihnen ist eben der Rassismus immer nur ein Rassismus von Deutschen, aber nie ein Rassismus gegen Deutsche. Und solange Sie es einen solchen faulen, weil eben halbierten Rassismusbegriff kultivieren, kommen Sie nicht einmal in die Nähe des Verständnisses, was wirklich im Argen liegt in diesem Land. Wir brauchen eine würdige Erinnerung an die fürchterlichen Gräueltaten der Nazis. Ja, aber die kann nicht gleichbedeutend sein mit der Kultivierung eines Schuldkomplexes, der das Land wehrlos macht. Herr Kollege, jede Beleidigung, jede Vergewaltigung und jede Überrollung. Vielen Dank. Ich verstehe, dass die Debatte, die wir hier führen, sehr emotionsgeladen ist, aber ich möchte gerne meine liebste Bundestagsvizepräsidentin Kollegin Claudia Roth und auch Frau Eckert darauf hinweisen, dass Zwischenrufe die Debatte beleben können. Aber sie sollten in aller Regel nicht aus mehr als einem Satz bestehen. Zwischen Bemerkungen, die dann 3, 4 Sätze umfassen, sind in der Aktuellen Stunde irgendwie nicht angemessen. Es fällt mir schwer, wie Sie sich daran ergötzen, Formulierungen zu finden, die andere diskreditieren, die Angst schüren, Menschen klein machen. Aber es muss Ihnen eine tiefe Befriedigung verschaffen, so etwas zu tun. Meine bürgerliche Erziehung, offen gesagt, verbietet mir allein einige Vokabeln, die Sie schon in diesem Parlament in den Mund genommen haben. Und ich selber rufe dieser Meute zu in dem Saal, ich bitte um die Ehre, von euch abgeschoben werden zu dürfen. Das wäre mir eine große Ehre. Nein, das Land nicht denen überlassen. Das werden wir nie machen. Kam im Tagesthemen. Selbst die Kanzlerin Merkel, manchmal sage ich Kaiserin Merkel, sage ich Kanzlerin Merkel, hat das links-grün-sozialistische bunte Multikulti für gescheitert erklärt. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, manchmal glaube ich, man muss sie einfach reden lassen, weil dann sieht man, wes Geistes Kind sie sind. Es geht damit auch um die Würde in diesem Haus und die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Wir sind doch hier nicht in irgendeiner Bude, Herr Gauland, in der Sie Ihre Hetze und Ihren Geifer, an dem Sie sich berauschen, ablassen können. Wir sind hier im Deutschen Bundestag.